Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Moin und hallo Leute, willkommen bei Sex Games and Rock'n'Roll. Ich bin hier am Start für euch im Hunchback HBK 4G. Und zwar mit euch zusammen quasi, oder das ist jetzt mein erster Versuch damit, das aus dem Patch Eventual mal auszuprobieren. Also mit der Double Pump Gun, also eben das aus dem Patch. Im letzten Patch wurden die Crit-Chancen von Flamer, von der Machine Gun und von der Pump Gun, also der LBX-10 AC, erhöht und der Crit-Damage auch. Und das macht besonders die Machine Gun nochmal interessanter. Den Flamer theoretisch auch, und ich habe meinen Mac jetzt mal nur mit Flamer und Machine Gun ausgestattet und das Ganze werde ich ein bisschen aussetzen. Hoffentlich. Denn das hier ist eine ziemlich abgefuckte Nahkampfbewaffnung, wie man hier sieht. 64 Meter Reichweite, 90 Meter Reichweite. Da ist nicht so viel mit irgendwie halbwegs auf Distanz bleiben oder so. Ich muss zusehen, dass ich sehr schnell beim Gegner bin und in einer Position, aus der er mich nicht so gut beschießen kann, und natürlich in diesem Fall definitiv absolut nicht alleine. Also worauf kann man sich schon mal einstellen? Ich werde definitiv keinen Kill hiermit erzielen. Das sagen zumindest die Erfahrungswerte. Ich habe vorher schon mal den 4G ausprobiert mit 3 Medium-Puls-Lasern und 3 Maschinen-Guns. Da kam ich auf Schadenswerte von tatsächlich 500 nach einem Match. Das kommt vermutlich auch mit durch das, was die Machine Gun so an Quills raushaut. Kann man sich, glaube ich, fast darauf verlassen, dass das schon was ausgemacht hat. Denn nur Pulslaser Medium 3 Stück, das macht halt nicht so krass viel aus normalerweise. So in Zusammenarbeit mit den Machine Guns ist es wahrscheinlich gut was bei rumgekommen. Und dementsprechend habe ich noch die Hoffnung, dass 3 Flamer und die Machine Gun halt entsprechend mit ihren Crit-Chancen mir hier ein gutes Gameplay abliefern können. Gute Schadenswerte, mein Team gut supporten, Flamer machen ja auch noch Überhitzung am Gegner. Bin ich mal gespannt, was ich da so erreichen kann. Der kleine Motherfucker war ich da, der läuft ja Spaß. Das hasse ich ja. Alle laufen unkontrolliert durch die Gegend, weil die laufen einfach nur irgendwie in Richtung des Gegners oder sowas. Könnte ich ja abkotzen, aber total. Muss ich doch mal näher ran für die Flamer. Also ich laufe jetzt doof in Richtung des Gegners, weil es halt nicht anders geht. Wenn ich nicht doof in Richtung des Gegners laufe, quasi nicht direkt bei ihm bin, mache ich auch keinen Schaden an den verkackten Gegner. Verfickten? Ach, whatever. Also hier geht es jetzt wirklich nur primär ums Gameplay. Ich versuche jetzt nicht möglichst effektiv zu sein oder ähnliches. Ich will einfach nur austesten, was hiermit so geht, was machbar ist, und euch an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Und am Ende werden wir gemeinsam den Endscreen mal vergleichen, abchecken, wie viel Schaden da wobei hochgekommen ist. Mit dieser Bewaffnung hier rumzugehen. Boah, ich kriege hier nichts mehr. Hier alles um mich herum blinkt und leuchtet. Ich glaube, hier geht gerade richtig aus. Oh, Scheiße, hier geht ein fieser Fight ab gerade. Auch nichts geschrottet. Oh, missige kleine Made. Jetzt bin ich auch überhitzt. Oh, ich hoffe, das fehlt noch was hier. Scheiß die Wand an. Also ich komme mir gerade eher schlecht vor als sonst irgendwas. Gucken, ob ich die Ratte vielleicht platt kriege. Sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Hätte ich jetzt noch meine Machine Guns, hätte ich quasi nicht so viel Schaden kassieren müssen. Oh, ein Flamer gekillt, egal, hinterher. Oh mein Gott, den kriegen wir tatsächlich noch hinüber. Also ziemlich beschissenes Video. Ich glaube, ich bin auch recht langweilig. Ich rede nicht so viel, wie ich eigentlich sollte. Aber was hier so insgesamt bei rumkommt, was man lernen kann aus diesem Video. Gott, ey, ist das eine Scheiße. Ist tatsächlich, dass der Damage hier mit Flamer wohl nice ist. Mit der erhöhten Crit-Chance. Eben rückwärts hier irgendwie an so ein Haus ran. Da müssen mich nicht weg oder wie man auch immer das noch nennt. Boah, jetzt leckt es hier auch noch wie sonst was. Oder ist das wieder eine gestörte Kollisionsabfrage? Scheiße, jetzt könnte mich gleich auf Front bohren. Ja, das Video werde ich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es hochladen werde. Mein Gameplay sackt eigentlich ziemlich. Also ich habe es nicht
so gut gemacht, wie es eigentlich sollte, vor allem mit so einem krassen Team im Rücken. Ich habe viel zu viel Schaden kassiert. Ich bin zu früh in die breite Masse gelaufen. Dann hat Speck halt nicht viel aus, auch wenn man die Panzerung voll hochzieht. Ich denke mal, ich werde dieses Video trotzdem hochladen und gegebenenfalls noch ein anderes Gameplay-Video an den Start bringen, je nachdem, wie gut ich hier noch was aufziehen kann. Das ist der letzte ein Atlas, der mit der Bewaffnung kann er mich direkt koren. Eigentlich sollte ich da nicht hinlaufen. Oh Gott, da habe ich auch ein paar Spezies in meinem Team. Der checkt einfach nicht, dass er hier nur gegen das Gebäude ballert. Das sollte man natürlich auch vermeiden. So, mal gespannt aufs Scoreboard. Ich glaube, ich mache gleich noch ein Video. Ich werde beide hochladen. Einmal dieses hier, was befürchte ich recht langweilig oder schlecht ist. Und dann noch ein anderes, was vielleicht ein bisschen besser geht. Mal schauen. Haut raus, Leute.